Genau, wir nehmen euch ja mit. Heute stehen Schrottplätze an. So sieht dann unser Frühstück aus. Und ich schaue dann an der Heckklappe. Tatsächlich habe ich gerade was für mich gefunden. Mal gucken. Egal, was du hier anguckst, ey, das ist alles reine Kunst. So, der nächste Tag ist angebrochen. Jetzt sind wir schnell hier. Mal fix über die Route 66. Wir gehen jetzt in ein Route 66 Diner. Geile Rücklicht. Jawohl, das ist ein fetter Abschlepper. Ja, fetter Tag, fetter Schuhbus. Alles fett. Genau, wir nehmen euch ja mit. Heute stehen Schrottplätze an. Wir haben über Nacht in einem Campingplatz übernachtet. Das war völlig okay. Geht nur nein. Was wollte ich denn euch noch erzählen? Ich wollte euch eigentlich noch was erzählen. Hab's aber vergessen. Naja, egal. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, gestern waren wir richtig geil mexikanisch essen. Und das hat auch super gepasst. Und jetzt geht's weiter. Ja. Sehr schön. Rutsch rüber. Kannst du hier hinsetzen? Nee. Das ist geil hier drin, oder? Das ist mal so richtig. Das ist ein cooler, du meinst bräuchlich. Good morning, how are you guys? Good, thank you. Hi. Good. And to let you know, we do the whole menu, so breakfast, lunch, whatever it is on the menu, you guys can order, okay? Okay, thank you. Und so sieht dann unser Frühstück aus. So. Wieso sieht das aus? Und wie schmeckt's? Hast du noch Hunger, Tommy? Tommy hat das Problem, er hat in Amerika keinen Hunger. Er schafft seine Portion nicht mehr. Ja. Ist der Einzige, der hier von uns abnimmt in 2 Wochen. 15 Kilo hat er schon weg. Schaffst du die Portion? Hast du jetzt auch keine Stimme mehr? It's a long way home. Tommy war hier übrigens auch schon überall. Zumindest in GTA. Oh shit, here we go again. Oh, hier ist auch geil, wenn der jetzt hier reinfährt. Da wird schon auch fahren und Pommes essen, das Schwester von der So, wir sind jetzt hier auf dem ersten Schrottplatz. Vor allem ist es hier ein komplettes Gelände, also es geht wirklich hier erstmal weit nach hinten. Das sind verschiedene Plätze und dann sieht das erstmal so aus. Ab und zu taucht auch mal ein Deutscher auf, wie hier. Ein kleiner Stern. Oder ein Passerati. Übrigens auch gar nicht so. Das sind 500er hier. Aber auch nicht so schlecht. Und heute ist wirklich offen. Also kannst du jetzt hier hineinlunsen. Ist nicht schlecht. Die Jungs schauen halt hier nach US-Teilen. Da wird man den gleich mal über die Schulter schauen. Die sich dann in Deutschland auch gut verkaufen lassen. Oder besser verkaufen lassen, denn wir wissen ja, die Deutschen fahren auf die US-Sachen ab, genauso wie halt die Leuchten. Und andersrum ist es aber auch hier. Also die gucken natürlich auch nach deutschen Teilen. Also der hat hinten den übelsten Spoiler drauf, habt ihr das gesehen, der Bus? Den du mir gezeigt hast heute? Okay. Mit Luft einlassen. Ja, da wird eBay Kleinanzeigen ausgecheckt. Gucken, was er. Was sie verschachern könnte, aber das ist schon geil hier. Und so ist hier alles voll. Wir gucken uns das jetzt an. Ich bin nicht hier, um irgendwas zu kaufen. Also wenn, sollte es Räder haben. Irgendwelche Teile brauche ich nicht. Außer natürlich, ich finde irgendwas Cooles für unseren Fahrzeugbestand. Hier vorne war auch ein Renault. Da kribbelt es dann schon mal kurz in den Fingern. Der ist auch geil. Schön zusammengefaltet. Fast ein bisschen wie Kunst. So, jetzt sind wir auf dem Schrottplatz, ganz nach meinem Geschmack. Leider haben wir nicht ganz so viel Zeit. Nur durch Zufall ist der Typ da gewesen und hat gerade einen Mustang, glaube ich, verkauft. Boah, aber das hier, Leute, ist zu 100% nach meinem Geschmack, ey. Guckt euch das an, ist das geil. So ein Käfer da hinten, $300. Er verkauft aber relativ ungern. Hier, guckt euch das doch an. Egal wohin. Alter, hier.
Ist das 6 pur? Das ist doch krank. Fuck, ich würde die alle lieben. Ohne Mist. Ich würde die alle lieben. Scheiße, ist das geil. Oh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss euch jetzt hier ein paar Eindrücke einsammeln. Hier, Mustang. Oh, guckt euch das an. Ey. Das ist doch alles Kunst, Junge. Egal, was du hier anguckst. Ey, das ist alles reine Kunst. Wer das jetzt in Frage stellt, macht's gut, Leute. Ihr seid auf diesem Channel zu 100% falsch. Fuck! Ist das krank. Stellt euch dieses Monster auf der Straße vor, so wie es ist. Jawohl. Gott, ich würde hier jedes Auto so hart lieben. Hier noch ein Kuvert, auch geil. Unfassbar. Hier, Trucks. Fuck, fuck, fuck. Geil, oder? Alle sind richtig geil. Ich wollte euch noch in BMW zeigen. BMW 700. Nee, ist kein BMW 700, das müsste ein Fiat sein, ja? Ist ein Fiat, aber von vorne sah der wirklich im Vorbeilaufen wie ein BMW aus. Ist es aber nicht. Geil. So, jetzt. Schluss aus Ende. Ich renne jetzt hier noch rum und mache für euch. Alter, das ist so krass. Ich platze. Genießt die Aufnahme. Wir sehen uns auf dem nächsten Job. Geht schon los. So, und so sieht dann Schrottplatz aus. Sieht jetzt ein bisschen geil. Live dabei, wie die Karre zerschlachtet wird. Also wir haben definitiv für morgen noch einige krasse Sachen. Wir wollten eigentlich auf den VW-Schrottplatz. Das schauen wir aber von der Route her nicht. Hier wird auch nichts geschlachtet. Geil. Alter, hier Türen, Türen, Türen. Fett. Es kann sein, dass das dann morgen ins Video kommt, aber ey, also nur von wirklich, wir haben auf der Route entlang gesucht, JDM, also Japanese Cars, ein Riesenplatz, Riesenplatz und dann nochmal ein anderer unfassbar großer Platz. Hier vorne sind wir schon an einem riesigen Ding vorbeigefahren. Halt auch mal hier geil zu sehen. Also so mehr oder weniger live dabei zu sein. Weil das ist dann hier schon ein gut geordneter Schrottplatz und da wo wir vorhin waren. Das sind halt ja, mehr so die Absteigen. Das ist dann hier schon im Ludolf-Style. Boah, hier und alles V8. Geil. Krasse Eindrücke. Die Jungs, die suchen jetzt wieder nach Teilen. Vielleicht können wir euch das dieses Mal zeigen, ob sie hier was finden. Ja. Krass. Aber halt auch ganz schön demoliert. Das sind ja nicht ohne Grund hier. Ist ja nicht so wie bei uns. Dass es dann Abwrackprämie gibt und alle guten Autos auf dem Schrottplatz landen. Ne? Hier, ja. Auch geil. Direkt vom Officer. So. Geil. Das ist ein riesen Spielplatz. Auch das einfach zu sehen. Klimatisch sehr angenehm. Also es ist schon warm, jetzt auch in langer Hose, aber wir haben so um die 20 Grad, 22 Grad. Der
lag auf dem Dach. Richtig schön durchgeschlittert. Geil. Nein, man will da jetzt immer nicht an die Leute denken. Na ja, guck mal hier. Hallo, hallo. Was ist denn mit dir passiert? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Du bist doch in Ordnung. Wir können doch gleich einsteigen, oder? Losfahren. Ist das geil? Fett. Der ist in Ordnung. Geil. Die anderen habe ich schon längst verloren. Ich frage mich nicht, wo die sind. Krasser Scheiß, ey. Aufpassen. Geil. Endlos hier. Ihr kennt das Spiel. Wir gucken hier mal ein bisschen rum. Mal gucken, was die Jungs hier finden. Tatsächlich habe ich gerade was für mich gefunden. Mal gucken. Ich würde es jetzt einfach mal abbauen. Wenn nicht, lege ich es den vorne hin. Ich bin jetzt hier hinten, wo richtig viel Schrott ist, aber da sind noch ein paar deutsche Autos. Unter anderem ist halt auch geil, oder? Hier das Dach, richtig das Velour abgeranzt. Ja, und hier die E-Klasse, der Mercedes-Stern. Der wurde leider bei der Aufbereitung bei uns richtig runtergerockt. Und das ist jetzt kein neuer, aber es muss ja auch kein neuer sein. Aber so vom Zustand her ist der eigentlich ganz nett. Das Blau ist nicht runtergeritten. Ich meine, ich kann auch einen neuen kaufen, wenn er hier mir 5 Dollar abnimmt oder so, dann würde ich es nehmen. Aber ansonsten, ne? Genau, den werde ich jetzt mal hier ausbauen aus dem Schätzchen. Ich mal gucken. Bin mir gar nicht mehr sicher, wie das geht, aber ich glaube, du musst es nur rumdrehen. So, nach harten Preisverhandlungen schrauben die Jungs jetzt hier US-Rückleuchten aus. Die sehen tatsächlich schön aus. Was bezahlt ihr jetzt für die Leuchten? 70 Dollar. Und bekommt in Deutschland dafür? So zwischen 200 und 300. Wird ein Dummy sein, würde ich sagen. Für deinen 4er Golf? Ich habe einen 3er, ich mache 4er Optik. Du machst 4er draus, ja. Und es scheitert an der Heckklappe. So, und wenn ihr euch fragt, was mit den Autos passiert, wir müssen dann hier abbiegen. Ist da rein? Die kommen hier in die Presse. Was schon ganz schön massiv ist. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann war's das mit dem Autowagen. Wir holen jetzt noch einen Mercedes-Stern. Ja. Der Lukas hat auch schon hier seine Kappen gefunden. Der macht hier auch einen Reibach seines Lebens, hat er gesagt. Gar nicht. Der läuft schon mit ganz dicken Eiern. Ich mach das nur alles für euch. Auf einem Schrottplatz. Ja, ihr seht und ihr hört es wahrscheinlich auch, hier ist richtig viel Wind. Das heißt, ich kann euch leider nicht ganz so sehr mitnehmen, was auf jeden Fall hier schon mal krass ist. Erstens der Zustand, das war ja gestern schon heftig, aber hier ist es absolut einfach ungeordnet und komplettes Chaos. Also hier kann man, denke ich, auch einen geilen Zombie-Film drehen. Und du hast halt auch hier wirklich Pralinen stehen, aber die stehen auch schon länger. Dementsprechend ist hier schon sehr viel ausgeschlachtet. Hier steht auch noch mal ein Lexus oder sogar ein Suara. Suara. Ja, also das macht es hier schwer, was aber halt wirklich krass ist. Du springst halt hier einfach auf den Autodash rum. Auch um dir einen Überblick zu verschaffen. Ist schon krass, ein Halt zwischendrin. Auch hier ein richtiger schöner Auffahrunfall. Camaro, Mitsubishi, alles kunderbunt gemischt. Ja, bisher nicht wirklich fündig geworden, nur Kleinigkeiten. Und die Autos sind halt hier definitiv schon ausgeschlachtet. Fast über den Bremssattel geflogen. Wir waren vorhin schon an einem Schrottplatz. Das sah bei Google extrem gut aus. Also wir haben wirklich einfach nur entlang unserer Route geschaut und haben dann halt auch Schrottplätze gefunden. Du kannst es ja googeln, wo wir gestern sehr viel Glück hatten. Also gestern haben wir ja sehr viel gefunden. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. Aber Alter, das ist doch hier. Das ist doch geil, oder? Also wie aus dem Horrorfilm schon.
So, der letzte Schrottplatz, bevor es dann morgen zu Gas Monkey Garage geht. Richtig geiler Abschluss, denn Schrottplatz mit Sonnenuntergang, also ganz, ganz romantisch. Aber auch hier ist heute der vierte Platz. Nur bedingt was zu finden. Also wir waren gestern sehr verwöhnt und hatten ja dann tatsächlich schon vor, Koffer zu kaufen und wollen wir gar nicht wohin. Also wir wussten ja nicht wohin mit den Teilen, weil wir ja so viel gekauft haben. Und dass die nächsten Tage so weitergehen sollte, aber Pustekuchen. Da sieht es heute mau aus. Was mich nicht ganz so stört, wo ich aber auch zugeben muss, dass mich die Jungs angesteckt haben mit ihren... Oh, hier hat einer Gas gegeben. Alter Lachs, deshalb... Ey, deshalb sind noch hier die ganzen Autos voll. Schön. Ja, wobei ich zugeben muss, dass so dieses Fieber mich so ein bisschen angesteckt hat, ne? Weil das ist ja dann wie so auf dem Teilemarkt und dann willst du natürlich gucken und willst natürlich auch was finden und machen und tun. Oder Alex, bist du heiß? Ich bin heiß, aber Golf 3 Rückleuchten zu finden? Golf 2 Rückleuchten kann ich besser. Man kann nicht immer alles haben. Aber so ist doch mega geil, ey. Guck dir doch mal die geile Karte über, ne? Das würde ich ganz normal so fahren. Genau ja. So. Ohne Räder. Nee, genau so ohne Räder würdest du das fahren. Hier vorne wird auch gerade ein Mitsubishi, glaube ich, geschlachtet, ist das doch. Wollen wir mal gucken, ob der E90 vielleicht doch was hergibt? Können wir machen. Aber wir können auch erstmal hier nochmal kurz auf den Dings drauf und gucken, ob hier was zu holen ist. Die laufen hier hinten schon der hinterste Reihe, das sind ja unsere Feinde. Da ist ein komischer Passat, aber der hat US. Da, der silberne. Oder ist kein VW? Das ist ein Buick. Das ist ein Passat, sehr ähnlich. Ja. Nein, ist leider nichts. Oh, warte mal, haben die anderen was schon in der Hand hier? Da sehen Tommy seine Pfoten nicht. Irgendwas hat er in der Hand. Ein Koffer. Also das Werkzeug. So, es wird wieder langsam dunkel. Das Geile ist aber, wenn du auf deinem eigenen Schrottplatz einen Schrottplatz hast. Also hier scheint mal wie eine alte Bude gestanden zu haben. Du siehst halt nur hier alte Teile. Man muss tatsächlich auch ein bisschen hier auf Tiere achten. Aber na gut, da hinten sind Reifen. Das ist noch ein Vorbau. Wow. Vorbau. Puh. Natürlich, wenn man jetzt Ahnung hätte, dann könnte man da auch besondere Teile finden. Aber hier, sexy Stahlfelge. Die sind natürlich geil. Für uns leider viel zu schwer. Aber sehr, sehr sexy. Geil. Ja, von daher, das sieht erstmal wieder schlecht aus. Also bisher keinen Goldschatz gefunden, wenn auch das hier sehr, sehr schön war. Also, ne, das, man muss ja auch wirklich sagen, die Momente, was du hier erlebst und auch das, was du siehst, unbeschreiblich. So, jetzt ist die Frage, wie weit das Video ist. Eventuell verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Oh, hier. Ein Zeichen. Weil die Jungs ja immer noch ein bisschen was suchen. Die bringe ich denen gleich mal mit. Wir verabschieden uns hoffentlich mit schönen Aufnahmen für euch. Mit einem grandiosen Ausblick. Alter Lachs! Und dann, ja, entweder sehen wir uns gleich oder im nächsten geilen Video, im nächsten Teil von unserem USA Roadtrip von Las Vegas nach New York.